Jetzt habt allesamt Achtung, Leute, und hört, was wir vorstellen heute. Das müsst ihr zu Gemüt euch führen und aus dem Inhalt die Leere ausspüren. Bravo. Boah, nichts einer ist da und klatscht. Danke, komm mal hoch. Tag auch. Peter, grüße dich. Alles gut? Alles gut. Ja. Und selbst? Ja, weißt ja, ich bin Gaukler und ist ja irgendwie das Drama, irgendwie müssen wir ja immer dann liefern. Aber wie viel Drama steckt für dich an so einem, in so einem Spiel, in so einem Auftritt? Es ist wie ein großes Theaterstück, auch mit allem, was dazugehört, mit den Zuschauern. Manchmal hast du eine volle Halle, manchmal hast du halt nicht so viele Leute. Manchmal ist es richtig laut, aber es ist halt diese Fannähe, dieses Spezielle. Und dann auch der Spielfilm, den jedes Spiel für sich hier hat. Ne? Also es ist natürlich manchmal hochdramatisch, wenn ich an unser Halbfinale gegen die Franzosen denke, mit zweimal Verlängerung, mit 20.000 Leuten in der Halle, Schwarz-Rot-Gold. Das war das größte Theaterstück, was ich, glaube ich, je erlebt habe. Das war, und du weißt nie, wie es ausgeht. Und du weißt nicht, wie es ausgeht. Das ist genau der Unterschied. Du weißt im Endeffekt, du gehst am Anfang auf die Bühne und weißt am Ende, wie es ausgeht. Für uns ist das wirklich, das ist wie ein Buch, was gerade neu geschrieben wird. Auf der Bühne kann es da schon mal abgehen. Ich meine, zum Glück gibt es da Verletzungen, die habe ich mir noch keine geholt irgendwie. Und Handball irgendwie. Du hast auch keinen, du hast auch nicht so den Körperkontakt. Ne? Die Härte, die gehört aber bei unserem Sport dazu. Das ist auch, kriegt man immer wieder Feedback, gerade von den sportaffinen Menschen, die sich auch ein bisschen auskennen, die sagen, ey, Handball, ihr seid geile Typen, das ist ein Männersport. Ihr haut euch auf die Mappe, ihr geht euch an und gebt euch die Hand und alles geht weiter. Fußballer rollt halt 3 Minuten über dem Spielfeld, bevor er wieder aufsteht und dann doch nichts hat. Und im Handball ist es halt einfach nicht so. Ja, ich hier irgendwie so Heimspiel im Theater, so habe ich hier schon, ne, mal so öfter, stand ich auf der Bühne. Irgendwie ist das ein Vorteil? Wir haben ja jetzt im Januar zu Hause oder Nachteil, weil der Druck zu hoch ist? Das ist eine interessante Frage, es ist beides. Also ich glaube auch bei uns war damals 2007 so, dass wir am Anfang schon ein bisschen Druck verspürt haben und dementsprechend auch nicht so toll gespielt haben, aber im Laufe des Turniers wir immer mehr Selbstvertrauen bekommen haben und dann ist es eine Riesenunterstützung. Wird ein Riesenerlebnis und die Fans werden definitiv ihren Teil dazu beitragen, dass selbst wenn ein bisschen Druck da sein sollte, dass am Ende dann doch eher das Positive da durchkommt und am Ende werden wir Weltmeister. Okay, also, hoffe ich auch. Pass auf, jetzt zeig dir mal, also wie ich manchmal Weltmeister werde, zeig dir mal hinter den Kulissen, was so noch dazugehört. Wie bei uns die Umkleide. Ne? Hier ja. Erstmal anziehen und dann vielleicht noch ein Stück weiter dann in den Spielertunnel quasi, kurz vorm Einlaufen. Da wird sich nochmal ordentlich auf die Brust gekloppt und heiß gemacht und rumgeschrien. Da hat, glaube ich, jeder so sein eigenes Ritual. Ne? Weißt du, was wir machen? Ja. Nein, wir machen einfach so. So macht ihr. Spucken, aber da spürst du ein bisschen, ist nicht schlimm. Ja. So, das ist so toi, toi, toi. Und so, das Ding ist, du darfst dich nicht bedanken. Pass auf, jetzt, also hier, Kostüm. Ja, ich möchte jetzt mal was von dir sehen. Okay, pass auf, okay. Also hier, der Hut so. Was ist das, King Louis oder was? Ja, natürlich ist das König. King Louis. So, und jetzt hier. Genau, richtig. Und ich bedanke. So, und jetzt komm hier, hier geht's zur Bühne. Pommes für Deutschland, Peter, ich komme. Pommes für Deutschland. Ich bin der König im Affenstaat, der größte Kletter Max. Spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für uns Handballer ein Klacks. Oh, Schubidoo, Peter Lohmeier ist in the house. Ich würde gehen wie du, stehen wie du. Yeah! Bravo! Bravo! Peter, du hast mich vorhin hochgeholt. Jetzt darf ich dich auch einmal hier hochholen, bitte, auf die Bühne. Als kleines Dankeschön, dass du mir die Rolle des King Louis so schön nahegebracht hast und für dieses tolle Gespräch. Wir haben die Heim-WM. 2 Tickets. Ich hoffe doch, dass du dir das mal anguckst. Dankeschön für alles. Ich gehe mal zusammen hin. Genau.